So, ja, bisschen länger gebraucht. Moment, ich sehe gerade schon die Zeit für den neuen Part. Das heißt, ihr schreibt mir jetzt in diesem Part oder im letzten Part, ob es okay ist und okay gewesen wäre, wenn ich jetzt, also, ja, natürlich, wie gesagt, ich mach's ja jetzt, ob ihr es okay findet oder ob ihr sagt, nö, ganz ehrlich, auch wenn es ein Let's Play ist, du hast dich an die Verkehrsregeln zu halten, also hast du da quasi nichts zu suchen oder nichts zu überholen, halte ich da gefälligst dran, oder ob ihr sagt, nee, wenn du da jetzt nicht drüber gefahren wärst, ganz ehrlich. Ich will noch ein kleines bisschen... Ah, verdammt! Okay, RIP, deine Stoßstange. Ich wollte noch ein kleines bisschen zurücksetzen. Oder ob ihr dann eben sagt, ja, das war ganz okay, weil da ging ja einfach gar nichts mehr. Schickes Auto hast du. Habt ihr gerade gemerkt, ich drücke auf die Bremse und bleib nicht stehen. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, genau, du bleibst jetzt stehen, du bleibst auch stehen. Hier bleibt auch stehen und du bleibst da auch stehen, oder? Bleibst du stehen? Ich weiß es nicht. So, und rüber hier. So, ihr dürft mich jetzt entweder zuflamen oder sagen, ach, Gott sei Dank, endlich geht's weiter. Ist eure Wahl. Ihr dürft entscheiden diesbezüglich. Ich würde gerne noch darüber, genau. Danke dir. Aber das ist ganz einfach, das ist einfach ein Programmierfehler. Das ist relativ simpel. Einfach nur ein Programmierfehler. Solche Fehler muss man erkennen und da muss man die ausmerzen. Man kann sie natürlich nicht immer wissen, das geht einfach nicht. Aber man kann sie sich denken, gerade an so Kreuzungen. Man hat ja dann wahrscheinlich so einen Text in seine Datei, in seinem Spiel, wo man dann gesagt wird, okay, da ist der Spieler, dann spawnen da so und so viele Fahrzeuge pro Minute oder so. Und da muss ich mir das hier angucken. Und ganz ehrlich, solche Fehler können eigentlich nur passieren, wenn man sie nicht testet. Also anders, ich kann mir das anders nicht vorstellen. Wie soll denn der Fehler passieren, wenn du es testest? Ich meine, du bist ja nicht immer das erste Auto an der Kreuzung, ne? Du musst ja quasi schon beim Test, du musst ja mittesten. Okay, lassen wir den LKW mal vorne stehen. Und dann stehst du dahinter als Zugmaschine zum Beispiel. Also ob jetzt Mithänger oder ohne, ist ja egal. Und dann gucken, ob die KI, die wir haben, ob die bei so einem aktiven Verkehr, ja, ob der dann da irgendwann über die Kreuzung fährt. Und naja, das... Der Test wird dann wahrscheinlich gesagt haben, nope. Der wartet auf eine Megalücke, die entsteht hier einfach nicht, weil die Autos zu schnell spawnen. Dann wird das nichts. Und wie gesagt, das kann nur passieren, wenn nicht ausgiebig getestet wurde. Deswegen, früher mussten ja Spiele noch richtig krass getestet werden, weil man früher nichts patchen konnte. Ah, früher Internet, Spiele patchen, nee, nee. Da mussten die Spiele getestet werden. Na, klar, es gibt immer heute bei Stellar Ocarina of Time Speedruns, ne? Weil du halt einfach Fehler ausnutzen kannst. Die wurden gefunden. Mario 64, bestes Beispiel, ne? Da findest du Videos, da hat jemand ein Video, weiß ich nicht, da ist das in 9 Minuten durchgespielt, das Spiel. Weil einfach Fehler, Programmierfehler ausgenutzt werden. Aber das sind so Fehler, über die lachst du, weil... Ganz ehrlich, das Spiel ist halt so alt, da haben die ganzen Hobbylosen, könnte man wirklich jetzt mal so nennen, die haben einfach so viel Zeit an das Spiel gesteckt und einfach versuchen, wirklich jeden Fehler zu finden oder auszunutzen. Das hast du heute. Die Zeit nimmst du dir heute an sich nicht mehr. Oder was heißt, du nimmst dir die Zeit nicht mehr? Die Spiele haben heute einfach schon diese Fehler. Du musst sie gar nicht erst suchen. Wir folgen nicht dem Navi. Ist das da vorne? Ist da vorne die Werkstatt oder bin ich gerade... Wo ist sie denn? Ah, da ist die Werkstatt. Okay. Sehr gut. Ich muss gleich mal bei der Karte wieder den Wegpunkt ändern. Beziehungsweise verschwindet der Wegpunkt eigentlich, wenn wir ihn automatisch erreicht haben? Weil dann würde er jetzt an der Kreuzung gleich verschwinden. Ich brauche ihn eigentlich nicht mehr. Deswegen finde ich Ampeln immer so gut. Bei Ampeln weißt du, dass es irgendwann vorangeht. Okay, wir müssen da außen rum. Ach stimmt, wir sind ja über die Brücke gekommen, deswegen geht es hier gerade ein bisschen bergab. Also komme ich gar nicht an den Wegpunkt ran. Aber ist nicht so schlimm. Ja, wir werden jetzt einfach in die Werkstatt gehen, gucken, was wir da ein bisschen machen können. Eine Firma kann ich mir hier, glaube ich, nicht kaufen. Zumindest sehe ich gerade hier kein Gebäude. Wobei, da hinten war ein Fragezeichen. Ich würde... Wie ist der Blinker an? Lol. Ich würde gerne mal gucken, wie teuer das hier ist, das Gebäude. Also, statt mein Gebäude abzugraden, was dir mehr als 100.000 kostet, glaube ich, weil es schon die zweite Stufe wäre, also die dritte Stufe, von der zweiten zur dritten, würde ich mir am liebsten ein neues Gebäude kaufen.
Ich war doch schon mal hier in der Stadt. Ich erkenne die doch wieder. Ich glaube, hier gibt es sogar ein Firmengebäude. Ich glaube, das war sogar das Fragezeichen da vorne. Hm, das gucken wir uns gleich mal an. So, wie gesagt, beschädigt waren wir überhaupt nicht. Das passt ja noch. Jetzt schauen wir mal Firmengebäude. Ich guck noch mal kurz. Ich will wissen, wie teuer das ist. Wenn es denn überhaupt eins war, das ist ja auch jetzt die Frage. Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Und dann gucken, wie teuer das Upgrade unseres Firmengebäudes ist. Weil rein theoretisch vom Geld her könnte ich mir einen neuen Truck kaufen. Also der Mercedes, diese Standardversion des Mercedes ist relativ billig, also kostet wirklich gar nichts. Und das wäre so, ja doch, so das dritte da mal wäre nicht so schlecht. Da vorne ist es auch, ihr seht es vielleicht auf der Karte, das Fragezeichen. Jobcenter Agentur ist hier vorne, das ist das grüne Koffersymbol, oder? Müsste das grüne Koffersymbol sein. Das heißt, ich möchte nach da hinten. Immer schön sachte. Droppt auf 18 Frames runter, das ist echt nicht witzig. Vielleicht sollte ich mal wieder meinen Stream runterschrauben auf 30 Frames. Könnte ich auch mal machen. Ich darf hier nicht abbiegen, okay. Ist also erst dahinter, oder was? Hier hoch. Okay. Wie komme ich denn da jetzt hin? Das ist ja total versteckt. Komme ich da denn jetzt hin? Jetzt muss ich... Kann ich da rechts? Geht das? Okay, da drin ist die Firma. Das weiß ich ja. Da habe ich ja schon oft Aufträge angenommen und abgegeben. Da ist eine Firma, da ist eine Firma. Wenn ich jetzt um die Firma herum und dann hinten rum rechts... Stimmt, ja, das geht. So komme ich auch nur in das Firmengebäude rein, das hier rechts ist. Genau. Und dann ganz da hinten. Ja, das ist 100 pro ein leerstehendes Firmengebäude auf jeden Fall. Ganz schön versteckt auf jeden Fall. Hm. Und das ist sofort auf jeden Fall in einem Satz. Oder, was heißt in einem Satz? Das waren zwei Sätze. What the heck? What the heck? Wieso hackt der Junge? Ich weiß es nicht, Sir. Das sind die Hacker-Community. Der Vorteil an dem Gebäude wäre es, ich könnte mein DAF da reinpacken. Da hätte ich da Mercedes, da DAF. Das wäre schon mal recht geil. Ja, ich werde auf jeden Fall meine Stream-Einstellung ändern. Ich werde mir mit 30 Frames streamen. Also bei ETS 2 auf jeden Fall. Bei ETS 2. Bei Pokémon geht das ja nicht, weil ich ja mit OBS aufnehme. Das heißt, da muss das dann quasi auf 60 sein, wegen der Aufnahme. Und da ist es das. Es sieht mir nach einem Filmgebäude aus. Ist das Rolltore? Ja. Ja, es ist doch 100... Ja, oder? Nee, es ist auch eine Arbeits... Hä? Zwei Arbeitsagenturen haben wir hier? Oder hat das Gebäude generell in der Stadt immer dieses Kaufsymbol? Warte mal diesen Wegpunkt weg. Wie kann ich das denn wegmachen? Okay, indem ich erneut draufklicke. Okay. Also, was haben wir hier? Das hier ist doch auch Jobagentur, dann nicht? Ich checke... Oder ist das das Firmengebäude, was ich nehmen könnte? Dieses grüne Symbol.
Wenn hier das Job... Ich muss das gerade testen. Es gibt doch immer nur ein Jobcenter in der Stadt. Bin ich jetzt komplett bedeppert? Oder bin ich bedeppert? Ich sehe gerade das Symbol auch jetzt von der Jobcenter-Agentur gar nicht. Ich meine, wir haben ja sowieso noch Zeit. Ich wollte sowieso da mal kurz ein kleines Aufnahmepäuschen machen. Ich darf nur 50 fahren, das ist ziemlich deprimierend. So, da war jetzt das Gebäude, da war das Symbol, hier ist Vorfahrt, blablabla. Man kann da schlafen auf jeden Fall, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Man kann immer bei seinem eigenen Gebäude pennen. Was auch immer das für ein Sportwagen ist, das sieht geil aus. Diese weiße Schneekiste da vorne. Da fährt sie davon. Ist jetzt auch nicht meine Lieblingsstadt, also ich bevorzuge sie jetzt nicht extrem. Bus, du kannst warten. Ich bin vor dir dran. So, es wäre also das hier links. Ja, hier ist es doch. So, wie teuer wäre das denn? Das ist jetzt die Frage. Wow, wow, wow. 180.000 kostet das Ding. Okay. Ja, das weiß ich auch, da ich nicht über die Mittel verfüge. Okay. Frage. Firmenmanager. Ja? Ja, wir haben nur eine Garage in Frankfurt. Wie teuer ist der Ausbau? Nur 100.000? Damit hätte ich nicht... Kostet die echt nur 100.000? Krass, okay, dann bauen wir die aus. Dann haben wir 5 Trucks drin. 5 Trucks drin, 100.000. Wir haben drinne den... Was haben wir drinne? Ich muss... Sorry, LKW-Manager. Wir haben drinne den Mercedes-Benz Astro von 2009. Zweimal. Einmal mit wenigen PS, einmal mit etwas mehr PS. Das ist den, den ich gefahren bin. Die Marianne, okay. Auf Straße beide. Einer mit 3.000, einer mit 4. Frank schon mit 4.400. Oh, der Frank geht richtig ab. Wenn ich das jetzt ausbaue und noch einen Kredit aufnehme, könnte ich mir noch einen Truck kaufen. Da hätte ich 3 Mercedes-Benz mit 3 Fahrern und den DAF. Ist eigentlich schon cool, wenn der DAF so als, ich sag mal, der Obermaschine in dem Firmengebäude ist und dann einfach 4 andere. Das könnte ich an sich in jedem machen, in jedem Firmengebäude. Wir haben nur 109.000. Ich weiß nicht. Will ich das jetzt schon upgraden? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich würde gerne nicht noch ein Part anfangen lassen. Ich würde aber gerne einen Auftrag annehmen. Aber das werden wir nicht mehr schaffen. Das klappt zeitlich jetzt nicht. Stattdessen, glaube ich, kann ich hier irgendwo pennen, oder? Ich glaube, ich konnte hier hinten pennen, oder? Ich glaube, ich kann hier hinten schlafen. Ich muss ja auch übrigens noch schlafen. Kann ich mich irgendwo hinlegen? Nee, ne? Also quasi, was heißt hinlegen? Parken und schlafen? Nope. Das geht wahrscheinlich nur in der Garage, ne? Also wenn ich sie quasi kaufen will. Nee, aber links neben mir ist ein Bettchen. Auf dem Navi, das sehe ich. Dort werde ich dann nächstes Mal pennen gehen. Da werde ich euch dann mitnehmen. Das heißt, wir werden hier erstmal beenden. 180.000 ist doch ein bisschen zu viel. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Ausbau 180.000 und dass es deswegen eventuell nicht reichen würde. Und ja, Spiel, beruhig dich. Ganz ruhig. So, diese Bordsteinkanten sind immer die Hölle, ne? So, das heißt, diese Woche machen wir weiter mit einem weiteren Auftrag. Ich hätte gerne einen kleinen finanziellen Puffer, bevor ich den nächsten Mercedes kaufe und ich auch den nächsten Truck besorge. Sprich, wir bauen unsere Firma aus und ja, wir werden uns dann noch 2 weitere Trucks leisten. Werden das Ganze dann aufmotzen, auftunen etc. und werden dann auf unsere 180.000 sparen und unser nächstes Gebäude irgendwo in Deutschland kaufen. Ich denke, dass wir erstmal nur alles in Deutschland kaufen werden. Gut, danke fürs Zusehen bis hier. Ich hoffe, die Framedrops waren nicht so schlimm, wie ich sie erlebt habe in-game. Und bis dann, tschüss. Ich glaube, das ist F-Zero GX, Leute. Also F-Zero nochmal zum Ende hin. LOL. Kappa. Jetzt kommt's.